Today, I'm going on a great adventure with my friends to Ireland. We're going to visit Dublin, Kilkenny, Cork, Tralee, and Limerick. And we will have the best time of our life. Habe ich gar nicht gesehen. Ja, es ist wieder soweit. Vlog-Time. Und wo geht's diesmal hin? Naja, habt ihr wahrscheinlich schon bei diesen ja, extrem peinlichen Insider gesehen. Ja, es geht nach Irland. Und zwar nach Dublin, Kilkenny und Cork. Also wir fliegen nach Dublin und dann gibt's mit dem Auto Kilkenny und Cork. Ja, hallo, da ist der Zukunftslucky. Ich habe noch ein paar Korrekturen zu machen, was der vergangene Slucky falsch gesagt hat. Und zwar waren wir sind wir nicht nur bis nach Cork gefahren, sondern wir sind dann noch weitergefahren nach Tralee und nach Limerick. Und dann sind wir erst wieder nach Dublin zurückgefahren. Und wir waren jetzt eine Woche gemeinsam zusammen, das würde ich jetzt dann noch sagen, was auch Blödsinn ist. Wir waren alle gemeinsam, vielleicht nur 4 Tage oder was, unterwegs. Ja, insgesamt waren wir natürlich über Wochen dort gemeinsam, also nicht alle gemeinsam, aber alle gemeinsam waren wir nur 4 Tage. Das wollte ich nur ergänzen. In diesem Sinne, weitermachen. Das Ganze machen wir dermal nicht zu dritt, wie die letzten 2 Male. Also wir sind zu siebt, also wir sind 4 Mädels und 3 Burschen. Und 2 sind schon dort. Ich, Goldi und Steffi fliegen morgen. Jürgen und Melli fliegen am Sonntag. Das heißt, wir treffen sie dann alle in Dublin und verbringen sozusagen eine Woche gemeinsam. Ja, da gibt es ja nicht mehr zum Sagen. Ich fahre jetzt nach Hollabrunn zum Goldi und zur Steffi. Dort schlafe ich und morgen fliegen wir. Hallo, Markus. Hallo, Markus, freust du dich schon auf den Flug morgen? Ja. Also, wenn wir eh checken können heute noch. Ja, weil es gibt momentan Probleme. Was ist denn da? Irgendein Ausfall? Irgendein Netzwerkausfall ist, siehst du schon mal genug. Es gibt anscheinend, haben wir super erwischt heute, was war das genau? Netzwerkausfall auf der ganzen Welt. Mhm. Flughafen, Banken, glaube ich auch, gell? Markus, ich bin jetzt gerade duschen, gell? Nackt? Ja, viel Spaß. Ja, für Kinder mir nicht. Und Steffi, freust du dich auch schon? Ja. Später. Nein, wir sind noch nicht in Dublin. Noch nicht. Aber bald. Aber bald. Wie trinken wir noch Kines? Na, Wasser. Letzte wie das Wochenende. Das ist lustig. Ja. Das letzte Wasser ist das Wochenende. Das ist lustig. Das ist Wasser. Alex sagt, man, wir haben einen Vlog drin. Hallo, ich bin ein Mensch in einem Vlog. Hallo. Ja. Ich werde nicht bezahlt für dieses Video. Also. Dann morgen. Ich weiß es nicht. Markus, wie war der Flug? Sehr gut eigentlich, danke schön. Und deiner? Sehr gut, danke. Was sollen wir da sein, wir sind trotzdem die Kusch.
When I was just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I became a man, lost sight of who I am. Markus, warum fahren nicht alle auf der falschen Seite? Weil es in Irland alles anders ist. Fahrt man da bei Rot über Tampe, oder? Ja, ja, nur bei Rot. Wie war das erste Bier? Es war okay. Warum war okay? Es war eine richtige Entscheidung. Was wolltest du sonst? Ich wollte genau das, nur es war einfach nicht gut. Es war wie beim Wein, manchmal du willst einfach die falsche Flasche Wein. Danke für Ihre Expertise. Gerne, Lukas. Markus, schau her mal. Ja? Hallo! Markus? Ja? Wie war für dich der Ankunftstag? Der Ankunftstag war für mich persönlich sehr gut, weil er sehr so nah, erfolgreich war. Also der erste Tag für mich war sehr schön. Ja? Das war schon. Was am Akkuma um 13 Uhr? Ich bin um 13 Uhr angekommen. Wir sind gut gelandet. Wir sind ohne Applaus gelandet. Wir sind dann recht schnell, also eigentlich nicht. Wir sind eigentlich recht. Ich bin recht lang mit Taxi noch da bin in die Stadt reingefahren. Ja, in die Innenstadt sind wir gefahren, echt lang. Ist ja Lebensraum. Ja. Jetzt sehe ich es erst. Das ist ja wohl lustig. Da liegt der Lebens drauf. Ich denke mir, was ist denn das eigentlich? Lustig. Ah, ja, nein, es war extrem zart, ist einerfahren. Da haben wir eigentlich nur mehr Wasser getrunken in die Bars. Nur und Wasser und Limonade. Und eigentlich sind wir jetzt um 11:30 in der Nacht nur mehr eigentlich total müde vom Jetlag, wenn wir so viel Wasser getrunken haben und so die viel. Die eine Stunde hat uns komplett. Ja, die eine Stunde hat uns komplett zusammengehauen. Also, das Wasser ist so hart da und das ist so belastend, weil es einfach nicht aus der Leitung kommt. Wenn man schon, aber. Aber ich glaube, das kann man trinken. Das kann man trinken, aber es ist, fällt schon nach klar auch ordentlich. Also. Ja, wir sehen uns morgen, liebe Leute. Tag 1 abgeschlossen. Zweiter Tag. Good morning, guys. Hi, guys. How are you? I'm fine, thanks. Very super nice. How is the breakfast, Lukas? Good. Ich darf vor, wenn ich mich esse. Geht mir das? Findest du das gar nicht lecker als Essen? Nein, es ist sehr lecker. Es ist sehr gut zu essen. Der Kran da hinten absichtlich eigentlich? Der gehört hin. Ich glaube, das ist da schon eins von den Wahrzeichen von ihr. Dann ja, der Kran. Wie heißt der Platz da? Markus, oder? Markusplatz? Kastelplatz. Markusplatz? Kastelplatz.
Jürgen Mädel ist auch noch da. Jürgen, trau dich mal an. Was ist euch? Ist da schon da, gell? Jo. Dir, wie da, siehst du mich, oder? Ich war der Flug. Ja, zuerst haben wir so ein bisschen Tee. Dann ist es ruhiger geworden, also ruhiger, dann sind wir gerade gewesen. Mhm. Und dann habe ich 4 Folgen in die Office geschaut und dann sind wir wieder so irgendwie und dann sind wir gelandet. Cool. Das war so. Habe ich schon mal her, der lebt so. Jetzt sind wir alle vereint. Jetzt sind alle da. Markus, was machen wir jetzt? Hoffentlich ins Gefängnis gehen. Ins Gefängnis? Hast du es verbrochen? Nein, noch nicht. Du bist verhaftet wegen Sexy. Genau. In die Tempelbar. War das da, wo wir gestern waren? Ja, wo es voll war. Die Bar in Norwegen. Echt? Ja. Das ist die beste Bar in Norwegen? Ja, in Norwegen, ja. Hast du da gerade gefilmt? Noch nicht. Jo, was geht, meine Freunde? Ich bin's wieder, live aus Irland. Also, ich muss mich selber filmen. Ich bin Dublin. Thank you.
Und was sagst du zu Barbara Gebarbara? Ziemlich geile Idee eigentlich. Ziemlich geil. Was sagst du zu den Jelly Beans? Ziemlich geil eigentlich. Moment, sag ich. Gibst du mir eins? Danke. Moment, sag ich. Nimm zwei. Tag 2 ist vorbei. Goldi schaut noch irgendwas am Handy. Goldi, ich möchte. Was ist das Resümee vom heutigen Tag? Das Wetter ist schön. Aha. Die Sonne hat geschienen. Geschienen? Geschienen, ja. So sagt man das nämlich auf Hochdeutsch, richtig? Mhm. Ah, das hat der neuen Mikrofonständer gefunden. Das Ständer. Also der ist schöner als der gestrige, der hat ein bisschen mehr Stil. Sonnenbrennstil. Ja, nein, war es eh passt, ja. Ein bisschen enttäuschend war leider, dass wir nicht ins Gefängnis haben können. Ja, weil wir hätte eigentlich eine Tour buchen müssen, die wir auch nicht gemacht haben. Ja, nicht gemacht. Und die war dann leider schon belegt, ausgebucht. Jetzt haben wir uns also nur ein bisschen das Museum angeschaut, aber nicht die Räumlichkeiten, wo die Leute frei inhaftiert worden sind. Ja, und sonst war eigentlich dann nur mehr Pub und. Kurz im Park. Kurz im Park und dann im Pub. Fast das gleiche Wort. Fast, aber nur fast. Wenn man zwei Buchstaben wegnimmt und drei andere hinzufügt, dann gibt es genau das Wort. Genau, richtig. So würde ich gerade sagen. Ja. In diesem Sinne wünschen wir euch eine gute Nacht und wir sehen uns morgen. Gute Nacht. Dritter Tag. Hallo, grüß euch. Wir stehen da in Aufzug und machen jetzt uns ein Frühstück. Selbst. Warum dauert das so lange, Leute? Weil wir falsch gepokert haben. Schmeckt. Noch zu lang kaum. Ist gar cool. Du bist einfach ein Lügner. Für eine Sekunde hast du geglaubt, du bist schon da. Wie viel kriegst du das? Du kriegst. Blah. Kriegst du das noch oder das schon gegeben? Ich telefoniere gerade. Was passiert da jetzt, Stefanie? Wir dürfen jetzt das Bier verkosten. Wie heißt das auf Polnisch, Luki? Timo. Bist du sicher? Oder wer hast du vorher schon gefragt? Also willst du das schon wieder wissen. Ich bin gespannt, ob es da gemirkt hast. Gemirkt? Markus, du hast ja noch ein paar Nasenhaare von uns. Für die Ex.
Back. Heute ist der letzte Tag in Dublin, der letzte Abend. Was geschieht morgen? Morgen werden wir zurückfahren auf den Flughafen und dort unser Auto abholen. Und dann fahren wir nach Kilkenny. Okay. Auf dem Weg nach Kilkenny werden wir einen großen Garten besuchen, auf Deutsch Garten. Und dann schauen wir in den Nationalpark, wo das Guinness-Wasser herkommt, wie wir heute gelernt haben. Okay, vielen Dank. Dieses spontane Interview. Bitte gerne. Ich tat ihm mein Bestes. Er tat sein Bestes. Hallo. Wo ist der Asylan? Es ist jeden Tag was Neues. Das ist sehr interessant. Morgen geht's nach Kilkenny. Ja. Ja. Da fahren wir mit dem Auto dann, ne? Ja, auf der linken Seite. Auf der linken Seite, verstehe ich aber. Wenn man in England und in Irland auf der linken Seite fährt. Warum ist das eigentlich so? Ja. Nee. Ja. damals, wenn man das Autofahren erfunden hat, ist man nur links gefahren.
glaube ich. Und du hast mir ja erzählt, dass das in Österreich früher auch vor dem Zweiten Weltkrieg alles so war. Genau. Warum? Naja, das war, glaube ich, einfach, bis die halt eingeführt haben, wie sie auch gerade gefreut hat, die Einführung des Verkehrs, ob links oder rechts. Und wenn dann der Hitler gekommen ist, haben sie gemeint, rechts oder was? Ja. Jedenfalls geht es morgen nach Kilkenny. Da fahren wir mit dem Auto hin und dann geht es weiter nach Cork. Und dann geht es wohin? Was? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht. Ich habe es jetzt auch nicht im Kopf, aber wir fahren dann diese Ringstraße, das hier Ring of Kerry, glaube ich, heißt das. Kerry! Kerry! Genau, die von King of Queens. Und ich glaube, ich weiß es wie gesagt nicht genau, aber ja, das. Wir sind ja sehr unterschiedlich lang da. Ich meine, das ist immer schwer zu sagen, wer wann wie lang ist. Also, wir fahren dann nach Galway, die Stefan, die, ich glaube, seit sie ist nicht mehr dabei. Und auf Londonderry und Belfast, aber seit sie auch nicht mehr da natürlich, fliegt sie schon heim. Und der Lukas, sage ich, der Jürgen und die Melli reisen ja überhaupt, glaube ich, schon ein bisschen früher und genau, und ja. Dann 60 ist eh, was kommt, also im Schnitt. Also jetzt ist es noch nicht geschnitten, in dem Moment, aber was es wieder 60 ist ja alles schon fertig. Wahnsinn, wir leben in der Vergangenheit. Ja, das ist wie bei Tag, es ist alles ein Kreislauf des Lebens. Ah! Gute Nacht. Gute Nacht. Vierter Tag. Jetzt holen wir unser Auto. Und dann? Beziehungsweise zwei Autos. Und dann? Dann fahren wir nach Kilkenny. Und dann? Also auf dem Weg dorthin machen wir irgendwas anderes. Und dann? Fahren wir nach Cork. Und dann? Dann fahrt es weiter und wir fahren in eine andere Richtung. Und dann? Was ist, dann macht es weiß ich nicht. Und dann? Was haben wir gerade, Gute? In Irland. Danke. Flughafen in Dublin. Wo fahren wir hin? Nach Irland. Ja, hallo, ich bin's wieder, der Zukunftslucke. Das Auto war im Übrigen nicht unser Auto. Die wollten uns ein anderes Auto ran mit Gangschaltung. Wir haben aber Automatik bestellt gehabt. Haben wir dann getauscht gekriegt. Ich wollte aber die ganzen Aufnahmen nicht nur in euch machen, deswegen seht ihr jetzt das alle noch. Das wollte ich nur klarstellen. Danke. Eine Überblendung. Ein sehr schöner Garten. Ja. Ich habe es ja verkehrt. Das war ja richtig. Alles so anstrengend, ich will nicht mehr. Die Firma ist noch nicht da hinten, aber ich will nicht aufstehen. Don't leave me here high and dry. Oh.
spiele schon meine Finger. Ja, fast. 2 Zentimeter und dann gangst du sie aus. Ich hab dir vorgestellt, das ist mit denen bei Hüften. Oh, ich nicht. Jawohl. Ja, 2 Zentimeter, wie gesagt. Ich hab dir wieder vorgestellt, das ist wirklich ja. Du bist schön. Du bist der Stritzi. Das sehe ich da schon aus. Ja, Jürgen. Es hat sich aber. Jetzt sind wir so. Fragt euch bestimmt, wie ich in diese Lage Welcher Tag ist es jetzt eigentlich? Wir haben heute, glaube ich, Dienstag, oder? Ja, wir sind auf jeden Fall heute von Dublin nach Kilkenny gefahren. Nach Kilkenny gefahren. Ja, und dann haben wir einen Kenny umgebracht. Ja. Okay, Spaß. Ich gehe weiter. Wir sind zuerst auf den Hügel gegangen und dann auf den Teich gefahren. Ja, was willst du jetzt hören? Zuerst, ich glaube, du nimmst das schwarze Mikrofon, aber da nicht, weil du nimmst das rote. Weil rote draufsteht. Danke für die Erklärung. Ich bin so heute von Dublin nach Kilkenny gefahren. Ein Berg und dann sind wir in einem. Ja, dann sind wir geparkt. Ich hab's mir nicht gemerkt. Ich hab es dann nicht mehr. Meine Sachen da, warte, ich hab's doch da.
Es war, ah ja, genau, wir waren im Power Squad Gardens. Wir waren, diesen, oh, war in, so. In, wir waren in den Garten, da, der schöne Garten. Und dann waren wir im Wicklow Mountains Nationalpark. Und dann waren wir noch in Glendalough. Das ist dieser Teich gewesen, der schöne große, wo es ist, dann wandern geht's. Was ist dann wandern geht's? Und da sind wir eigentlich schon nach Kilkenny gefahren, ne? Nach Kilkenny, so. Ja, genau. Richtig. Morgen schon mal Kilkenny. Dann fahren wir nach Cork, genau. Über Middleton. Jetzt fahren wir nach Cork. Okay. Ich hab Hund was zerrissen. Hund was noch mit zerrissen. Viert euch. Tschüss. Dann morgen. Ich zeig dir auch. Okay, danke für das Interview. Hello. How are you doing? Very good, thank you. Good. You? Very good. Very, very good. That's... Habe ich mir gekauft. Ich fand das total sexy. Marina, hast du das gefunden? Kommen wir heute noch hin. Weißt du, wie der Pier heißt? Wie? Pier Brosnan. Wirklich? Mhm.
So, hallo. Heute gibt's nur ein kleines Resümee meinerseits, weil ich heute mal ein Einzelzimmer habe. Man hört es vielleicht, ich bin ein bisschen angeschlagen. Also eine Verkühlung habe ich aufgerissen. Aber ich werde bestens versorgt von den Mädels. Das wird schon wieder. Also halb so wild, aber ich will heute trotzdem früher schlafen gehen, weil die letzten Tage waren doch anstrengend viel gegangen. Wenig Schlaf, ein bisschen was drunter. Und das zerrt dann schon ein bisschen. Also bei mir zumindest. Ja, wo waren wir heute? Heute sind wir von Kilkenny nach Cork gekommen. Dazwischen waren wir in Coke, das ist, glaube ich, heißt das. Das ist eine Hafenstadt. Und irgendwo waren wir noch, fällt mir Name nicht ein, das blende ich jetzt da unten ein. Genau, da waren wir noch. Und ja, wir waren essen und ja, jetzt spielen die anderen noch ein bisschen Gesellschaftsspiele und ich werde mir in die Hafen machen, dass ich mal fit bin. In diesem Sinne, wir sehen uns. Ciao. So, eine Roomtour darf natürlich auch nicht fehlen, aber dadurch, dass ich ein bisschen angeschlagen war und wir in verschiedenen Apartments und Hotels waren, haben wir das diesmal nicht so gemacht, wie wir es sonst auch immer machen. Das heißt, diesmal wieder aus der Ego-Perspektive von mir, vom Zukunftslucke. Das ist die Küche. Ja, da hat mein Gimbal gerade gesponnen. Also nochmal, das ist die Küche. Das hier ist der Esstisch, da haben wir gefrühstückt. Ansonsten war ich eigentlich, glaube ich, gar nicht in dem Raum. Das ist die Steffi. Das ist unser Gang mit den verschiedenen Zimmern. Wie gesagt, jeder hat ein eigenes Zimmer gehabt und die waren auch recht groß, wie man gleich sehen wird. Also das war eigentlich fast schon ein Vierbettzimmer eigentlich. Also ein Vier-Mann-, Vier-Frauenzimmer. Frauenzimmer. Ja, Badezimmer natürlich mit Dusche und WC. Und hier ein Schreibtisch, wo man arbeiten will, was man natürlich im Urlaub nicht macht. Hier die wunderschöne Aussicht auf das Gebäude gegenüber. Erstes Bett, zweites Bett und das war's auch schon wieder. In diesem Sinne, tschüss, weiter geht's mit Video. Dann morgen. Ist schon schön da. Ist wunderschön. Schau. Wie heißt das da? Wald. Ja. Wald. Weiß ich nicht. Wie heißt das da eigentlich? In der Nationalpark ist das, gell? Kilani National Park, oder? Genau. Schau, wie war's? Kilani National Park. Darum ist ja nachher der Ring of Kill, oder? Nein, der Ring of Kill. Okay. The Ring of Kill. The Ring of Kill kenne ich. Ja, das ist ein cooler Traktorbaum, wenn ich im Bett bin. Was ist denn da? Steine werfen. Ja, wir haben einen Stein. Hab ich gerade geschossen. Mach nochmal. Wart! Nicht so schnell. Voll gut. Ja, sicher ist gut. Wow. Der ist so weit weg schon wieder, den habe ich gar nicht mehr gesehen. Warte. Ja, super, danke. Wohin? Da? Ja, du stehst genau im Bild, du bist dumm. Jetzt will ich gar nicht mehr rechnen. War nicht schlecht. Das war nicht gut. Na ja, Weltmeister wirst keiner mehr. Hallo. Servus. We'll be right back.
Was haben wir da jetzt gehört? Am Anfang des Ring of Kerry. Das ist eine Ortschaft, die mir nicht geläufig ist. Also man weiß nicht, was das heißt. Naja, ich weiß es nicht. Kenmare, glaube ich. Kenmare? Kenmare, ja. Wo steht's her? Kenmare. Ah ja. Praktisch. Kenmare. Kenmare. Wir sind übrigens in Kenmare. Vorhin siehst du den Rücken. Charlie. Markus, ein Resümee. Es war heute wirklich. Wir dürfen es weit zuhalten, sonst überschlagt es sich. Viele Kilometer gefahren und ja, war ich lebend. Spaß. Trolley, glaube ich? Ja, Trolley. 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 Wir haben dann fett gescheit essen und jetzt noch ein paar kurz und jetzt sind wir alle erledigt. Und werden. Ich glaube, ich bald schlafen gehen. Ja, ich bin immer noch nicht ganz fit. Aber schon besser als gestern. Und jetzt fällt es mir noch einen Hustensaft rein. Und dann. Und dann geht's dahin. Gute Nacht. Was ist das für ein Scheiß? Dann morgen. Es gibt mir die Musik berühren.
Da rein. Wir warten schon eine halbe Stunde auf euch. Ah, ja, ganz sicher. Natürlich nicht. Weg. So. Heute der letzte Tag. Wo sind wir, Gude? Wir sind in Limerick. Limerick. Kann man jetzt glauben oder nicht? Limerick. Heute sind wir von. Wo sind wir weggefahren? Von wo sind wir weggefahren? Folly? Tralee? Nach Limerick. Okay. Dazwischen haben wir beim Meer haben wir Halt gemacht. Haben uns das Meer angeschaut. Und jetzt sind wir in. Wie hat's geheißen? Limerick. Und ja. Morgen geht es dann auch schon wieder ab nach Dublin. Also Gaudi und Steffi fahren noch weiter ein paar Tage. Aber gut, die Margot und ich fahren wieder nach Dublin und dann geht es am Sonntag wieder ab nach Hause. Jo, mehr gibt es nicht zum Sagen. Tschüss. Dann morgen. Très appréciée pour son talent, mais également assez controversée. Et sa carrière a vraiment décollé dans les années 80. Luke. Okay, we've got Luke on the drums. Alright. What's in your head? Zombie. What's in your head? In your head? Zombie. So,
Hallo, letzte Nacht in Irland. Heute sind wir wieder zurück nach Dublin gefahren. Haben noch das Rock'n'Roll Museum angeschaut, ein bisschen. Ja, noch was gegessen und eigentlich nicht mehr viel da, weil es ist jetzt schon. Nein, es ist jetzt gleich. Und ich werde auch jetzt gleich schlafen gehen, weil morgen um 5 Uhr Leiter wecken, weil wir dann relativ bald zum Flughafen müssen. Ah ja, und gesundheitlich, ja. Waren es noch ein bisschen zu, aber es wird. So viel dazu. Wünsche ich eine gute Nacht. Am nächsten Tag. So. Den Rückflug werde ich allein antreten. Wien, ich komme. So, ich bin in Wien gelandet und jetzt warte ich auf die Gute und auf die Maggi. Die haben einen Flug über Zürich genommen. Das dauert noch ein bisschen, eine halbe Stunde. Und ich warte dabei da und beobachte die Leute. Daheim! Ende. Grüß euch! Ja, das war der längste Vlog, den ich bisher gemacht habe. Es ist, glaube ich, sogar das längste Video, was ich jemals auf diesem YouTube-Kanal veröffentlicht habe. Also genau eine Stunde, ein bisschen was drüber. Ja, das war der Irland-Trip. War eigentlich ganz lustig. Nicht nur eigentlich, es war lustig. Ja, ich bin zwischenzeitlich leider ein bisschen krank geworden. Da habe ich das nicht ganz so genießen können, die Zeit. Aber im Großen und Ganzen war es wirklich ein schöner Ausflug, eine schöne Reise. Ich möchte mich auch bei allen Beteiligten bedanken. Also bei der Steffi, bei der Guti, bei der Maggi, bei der Melli, beim Jürgen und beim Guidi, dass ich alle habe. Danke, dass wir das unternommen haben. Und jo, in diesem Sinne, mehr habe ich nicht mehr zum Sagen. Da seht ihr, glaube ich, den Amsterdam-Vlog, den letzten, wo wir waren. Und wie immer, abonnieren, kommentieren, liken und die Bimmel bimmeln. In diesem Sinne wünsche ich euch noch eine schöne Zeit und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.